wolltest nur den Emote haben. Oh Mann. Auf jeden Fall viel Spaß, Frutos, mit dem neuen Emote. Ihr habt nämlich neue Bit-Emotes reingestellt. Ein neues Stufe 3. Und eine neue Stufe 1 Emote. Ich hab die GG-Katze ausgemustert. Den Lurk hat er schon, den Lurk hat er. Den hat er ja vorher schon gekriegt. Er lässt einfach zu viele Bits hier. Der junge Mann hat zu viel Geld. Oder nichts Besseres damit zu tun, als meine tollen Emotes. Aber die sind wirklich toll. Ich finde die niedlich. Ich liebe meine Emotes. So, komme ich jetzt mal ins Spiel rein, oder? Hey. So. Achso, warte, das kann ich einmal öffnen nebenbei. Ich weiß zwar noch nicht, wie das so alles hier funktioniert, aber das kriegen wir schon hin. So. Einmal. Dann wieder hier rein. Und jetzt einmal ganz kurz den Sound lauter machen. Sonst ich nichts hören. So, eine Faustkämpfer habe ich gestern nämlich noch weiter gelevelt. Ich war nämlich gestern so frei und habe noch mal ein bisschen weitergespielt. Natürlich nicht mit dem Hauptstar. Da habe ich nur mit Gott Luna noch ein, zwei anderen Custom gemacht. Und ja. Nun habe ich nämlich ein neues Emote. Na, den hier. Der passt jetzt zum Sommer. Uns ist warm. Alter, ich will doch einfach nur meine Ruhe haben. Ich weiß gar nicht, wer mich da die ganze Zeit eigentlich anschreibt. Ich habe keine Ahnung. Guck ich mir später an. So. Warte. Hauptquest. Die sind da. Dieses da tun. Jagdhütte. Ja. Ja, wir sind doch mit der richtigen Klasse drin. Warte, den Ventilator anmachen. Ich habe auch keine. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Einheit für die Wichte ist, aber auch gerade nebensächlich. Wo? Dahin. Dann nutzen wir doch die Gunst der Stunde und nutzen unseren neuen Wolf. Stimmt, wir hatten beim letzten Mal nämlich Ramu besiegt. Ramu. Da muss ich hin. Warte mal. Wenn es 24 Stunden. Der 24-Stunden-Stream ist nächste Woche Freitag. Da fange ich so 10, 10.30 Uhr am Freitag an, also direkt nach dem Aufstehen. Und dann bis Samstag 10, 10.30 Uhr. Weil ich dachte, das passt. Weil das wäre dann ja Wochenende quasi. Weil von Samstag auf Sonntag geht halt schlecht, dann würde der Sonntagsstream wegfallen. Deswegen dachte ich. Außerdem hat Frutschers nächste Woche Urlaub. Das heißt, ich kann wunderbar an dem Freitag dann streamen.
Ja gut, okay. Dann hat die Person Pech. Ich bin gerade nur arbeiten. Ach, ich bin lange genug wach. Ja, 24 Stunden. Wahrscheinlich sogar noch länger. Je nachdem, wie es mir geht. Wie wir die Spiele durchkriegen. So. Annehmen. Kanisena muss schnellstmöglich von den Ereignissen erfahren. Am besten aus deinem eigenen Mund. Kenna Gridania zurück und lass sie von der stillen Druidin an Nufikas Altar zum Wasser... Oh. Wasserrosentisch führen. Okay. Also einmal zurück. Ja, ich hoffe, jetzt mal noch machen können. So. Gerade einmal was machen. Ja gut, wenn ich sie schreiben kann, dann bleibt das so. Wo müssen wir hin? In diese Richtung. Wir müssen, glaube ich, zur Druidengilde. Ja, nach Alt-Gridania. Ich hatte gestern auf jeden Fall noch eine andere Quest gemacht. Da habe ich, glaube ich, eine neue Inni freigeschaltet. Ich glaube, das war etwas, was Luna mir auch gezeigt hatte. Mal. Nur gerade erstmal gucken. Weil ich auch gar nicht weiß, wo das abgeblieben ist. Okay, da ist Ramu. Vielleicht geht das auch noch gar nicht. Mal schauen. Bin wir schon. So, hallo Skeledruiden. Ja, wir wollen zur Wasser-Dingens-Teich-Döns. Ich weiß nicht, die stehen hier eigentlich nur rum. Ich frag mich, ob die überhaupt irgendwann irgendwie mal was Sinnvolles tun. Teichchen. Palim, palim. Die Bürde, die ich dir auferlegte, wog schwer. Wie froh bin ich, dich wieder bei uns zu wissen. Wie man mir berichtet hat, mündeten deine Verhandlungsversuche mit Ramu in einen Kampf. Ist der Herr der Blitze am Ende doch unser Feind? Ramu hat dich auf die Probe gestellt? Sein Unmut ist nicht unberechtigt. Unser Konflikt mit Garlemald beschwört viel Unheil in der Welt herauf, auch wenn wir selbst nur Frieden wollen. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass uns das Unglück folgt. Man denke nur an den schwelenden Konflikt in Cartenau oder die große Zahl von Flüchtlingen. Unser Kampf gegen die Garlea hätte uns einen sollen. Stattdessen stellen Hochmut und Eigennutz die Allianz auf eine Zerreißprobe. Langsam schwinden die Wunden der siebten Katastrophe. Doch zugleich verlieren wir auch unser gemeinsames Ziel. Gott, bin ich froh, wenn ich den Quatsch durch habe. Dabei sollten gerade jetzt alle Kinder des Lichts an einem Strang ziehen, wo Eorzea endlich aus einem so finsteren Traum erwacht ist. Eorzea muss vollständig geeint werden, doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Im Namen der Bürger Gridanias und auch der Gebieter möchte ich dir und dem Bund der Morgenröte für all das danken, was ihr für uns getan habt. So oft schon standet ihr uns bei, doch wir konnten uns bislang kaum erkenntlich zeigen. Als oberste Saatseherin will ich dafür sorgen, dass euch in Zukunft jede Unterstützung zukommt, die ihr benötigt. Mhm. Krieg ich ein Haus? Pumpt ihr für mich? Ramu ist fort, und doch wird der Wald weiter von Unruhe geplagt. Sagt mir, Stimmen des Waldes, welch verborgenes Unheil erfüllt mein Herz mit dieser drückenden Furcht? Ja, eine gute Frage. Da stehen sie alle. Hallo, Papa Limo. Damit ist die Sache Ramu fürs Erste zu den Akten gelegt. Ein Paradebeispiel von Diplomatie war es nicht, aber ich würde mal sagen, das Ergebnis zählt. Oh Gott, Urino? Ich weiß es nicht, ich kann ihn bis jetzt nicht aussprechen. Scheint etwas entdeckt zu haben. Sagt man Philia, wir sollten rasch in den Sonnenstein zurückkehren. Hören, was es damit auf sich hat. Urino? Ich bin echt am Hin und Her überlegen, wie man das Ding ausspricht. Das komische Etwas. Nein, ich bin gerade falsch. Ich bin einmal falsch gereist. Ich wollte nicht ins Hochland. Ich wollte in das andere. Scheiße. Da. Immer wieder. So. Da wurde ich hin. Lüb doch. Gott, ich will dieses Pferd haben. Okay. So, oh, mal ganz kurz. Map. Wir müssen dahin. Ich glaube dahin. Entdeckt. So, warte mal. Was wollte ich denn tun? Okay. So. Machen wir hier rein. Kommt mehr auf diese Questreihe. Kriegt mehr auf die Nerven. Schließfächer. Wunderbar. Schließfächer. Ich hab drauf gewartet. Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super. Willkommen zurück. Du konntest den Konflikt mit Ramu also beilegen. Ich würde gerne in Ruhe unter vier Augen mit dir sprechen. Aber zunächst sollten wir uns alle versammeln. Du hast ja gehört, dass uns wichtige Ergebnisse seiner Untersuchung mitzuteilen hat. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Es tut mir leid. Er hat den Kampf gegen Ramu mit dem Ether-Spektroskop aufgezeichnet und seine Beobachtungen mit unserem Wissen über die verknüpft. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Das sind unaussprechbare Namen. Sollen sie selber aussprechen? Der NPC nur so. Ich denke, wir können beginnen. Andere Haarfarbe, okay. Oh Gott, ich bin gespannt. Bitte, Urionji. Urionji. Entschuldigung. Urionji. Zugbrecher.
Ihr wisst, an jenem Tag erschien im Sonnenwind ein ungebetener Gast, der sich Elidibus nannte. Er sprach davon, dass die Ashians unsterblich seien. Unvergängliche Existenzen außerhalb des Laufes von Werden und Vergehen. Seither haben Uriangée und ich versucht zu ergründen, wie diese Wesen dem Tod entgehen. Und endlich hat sich uns die Lösung offenbart. Der Weg, diese unsterblichen Ashians zu vernichten. Im Kampf gegen Leviathan wurden wir Zeugen, wie der Häuptling der Sahagin in einen höheren Zustand der Existenz aufstieg. Ishtola maß die Ätherströme, die bei diesem Geschehnis flossen. Es handelt sich um Daten von unschätzbarem Wert. Man konnte die Vibrationen förmlich auf der Haut fühlen. Mir war, als bräuchte ich nicht mal ein Messgerät. Aber ich habe alles aufgezeichnet. Die Signifikanz dieser Daten wird deutlich, wenn man sie meinen eigenen gegenüberstellt, die ich bei der Vernichtung von Ramu registrierte. Denn anders als der Häuptling der Sahagin ging die Seele des Primae der Sylphen ins Ätherreich ein. Lasst uns noch einmal zusammenfassen, was wir über den Äther wissen. Wenn ein Leben in unserer Welt, der physischen Welt, erlischt, dann zerfällt seine Seele in ihre Ätherbestandteile und diese gehen in die Ätherwelt ein. Umgekehrt kann sich der Äther, der in der Ätherwelt schwebt, wieder in der physischen Welt zu neuem Leben bündeln. Das ist der Zyklus von Tod und Geburt. Die unverrückbare Ordnung seit Anbeginn der Zeit. Äther formt sich zur Seele. Und sterbend verliert sich diese erneut im ewig wogenden Meer möglicher Existenzen. Logisch. Oh, hi. Die Primae sind allerdings ein Spezialfall. Sie verschlingen Kristalle, also kristallisierten Äther der physischen Welt, und bilden daraus ihre Gestalt. Und wenn man sie tötet, dann zerfällt ihr Körper zu Äther und dieser fließt in den Planeten zurück. Ihre Seele dagegen geht wieder in die Ätherwelt ein. Durchgebracht, bitte. Wir wissen, dass meine Lehrerin für 14 spielt. Wie Kreativität eine 1 bekommen in der Stunde. Sehr cool. Ja, warum nicht, ne? Der Körper aus Ätherkristallen. Die Seele aus dem puren Äther der Ätherwelt. So manifestiert sich ein Primae durch die frenetische Verehrung. Alter, was hast du denn damit angestellt? Wo haben wir Strohhalme her? Wo haben wir Strohhalme her? Danke! Alter. Woher haben wir Cocktailfrüchte? Boah! Willst du mich abfüllen? Nein! Nein! Puh! Okay, wenn ich am Ende des Streams dann so gucke, ne? Wisst ihr Bescheid. Boah, Alter! Oh, da brennt der nach! Melitta macht Kaffee zu Genuss. Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Ja, du nutzt so einen Moment. Wieder der frische Lieferdienst, genau. Nach dem Stream gehe ich im Zickzack die Treppe wieder hoch. Alter, ist so lang. Ah, oh, scheiße. Ich hoffe, es geht dir gut, Gaia. Da klebt das. Nun gibt es aber noch die Unsterblichen, wie die Ashians. Bisher war uns diese Existenzform rätselhaft. Gut, erstmal das eine trinken. Doch nun haben wir ganz aus nächster Nähe gesehen, wie die Lebensenergie durch diese Wesen fließt. Als Admiral Melvib den Sahagin-Häuptling tötete, formte sich ein Ätherball und schlüpfte dann in den Körper des nächsten Sahagin. Was denkst du denn? Obwohl er seinen physischen Körper verlor, blieb seine Seele bestehen, ohne zu zerfallen.
die Identität und Einheit der Seele zu erhalten und sie nach Belieben in den nächsten Körper zu übertragen. Das ist das Geheimnis der Unsterblichkeit. Und das lag ausgerechnet in den Klauen eines Sahagin. Also, die Rückkehr in die Ätherwelt ist das, was wir als Tod bezeichnen. Unsterblich ist man folglich dann, wenn man nicht dorthin zurückkehrt. Einmal Kastrum würden wir schaffen. Die Seele versagt sich mit dunklen Kräften der Ordnung der Natur. Einmal Kastrum könnten wir schaffen. Wir vermuten, dass sich solche Wesen in einen Zwischenraum zwischen den Welten zurückziehen, wie lange das hier noch geht, wo sie dem Zerfall entgehen. Wir haben damals bei der üblen Geschichte mit Tankred gesehen, dass die Ashians dunkle Kristalle als eine Art Tor oder vorläufigen Zufluchtsort nutzen. Circa 10 Minuten. Wieder Kastrum. Ich kann Luna doch nicht widerstehen. Ich kann Luna da doch nicht allein reingehen lassen. Kaya! Tankred, quäl dich nicht. Nee, können wir machen. Hunger, Frisches liefert. Durst, Frisches liefert. Wind und Wetter, Frisches liefert. Hagel, Schnee und Blizzard, Frisches liefert. Nüchtern, Frisches liefert. Weltuntergang, alles brennt, alles kaputt. Der Teufel frisst uns alle auf. Frisches liefert. Guten Durst. Danke! Boah, der ist echt heftig. Wie leidvoll der ist echt auch war. Richtig heftig. Hast du den noch nachgekippt? Hast du den noch was nachgekippt? In unseres Feindes Schwächen. Boah. Der Sahagin konnte seine Seele frei kontrollieren, doch er hatte keinen Zugang zu der sicheren Zuflucht zwischen den Welten und deshalb wurde er hilflos von Leviathan verschlungen. Wir müssten also zur Stelle sein, wenn ein Ashian seinen Körper verlässt und seine Seele einfangen, genau wie Leviathan es tat. Ja klar, weil das auch so einfach ist. Boah, dieser Blick. So. Eine kluge Analyse, die an Klarheit nicht zu überbieten ist. Der Augenblick größter Verwundbarkeit im ansonsten ewig währenden Leben unseres Gegners, wenn seine hüllenlose Seele von einem Gefäß zum nächsten wandert. Es geht also darum, die Seele der Ashians im kritischen Moment einzufangen und zu zerstören. Hallo, schöne Freundschaft. Wie geht's dir? Noch weit entfernt. Und zu deiner Frage, Frisches. Frisches ist der Lieferdienst, genau. Lieferdienst. Aber da wir nun das Ziel kennen, werden wir auch gewiss einen Weg finden. Wir müssen eine Methode finden, das Phänomen der Seelenzersetzung künstlich herbeizuführen. Ich hoffe, dass uns Charlians Gelehrte dabei weiterhelfen können. Sag mir Bescheid, wenn du etwas findest. Viel Erfolg. Man fühlt sich Frisches einfach nur ausgenutzt und dann kommt der Puls von... Ey, diesmal kann ich da nichts für. Frisches hat davon von ganz allein gemacht. Entsandt, um sich Gewissheit über das Schicksal unserer Vertrauten zu verschaffen. Wollt mir doch nur eine Freude machen. Sie müssen bald am Ort des Unglücks sein. Ich würde niemals ein Getränk noch härter machen. Frisches, ich kenne dich. Wir sind fast 6 Jahre zusammen. Doch würdest du. Würdest du. Definitiv würdest du das. Also, wirklich. Frisches ist grundsätzlich unschuldig. Meistens. Aber nicht immer. Nicht immer. Falls du Nachricht erhältst, ich bitte dich, überstürze nichts. Sag mal, hallo? Ich bin hier das Opfer. Ach, Orianger, ich bin schon erleichtert. Gut, dir nur einen Namen, Orianger. Dorthin unterwegs weiß. Unbedingt. Ich glaube, sie haben ein bisschen zu viel Kingdom Hearts geguckt. Kann das sein?
Die Szene erinnert mich stark an Kingdom Hearts. Nach dem Herrn der Wogen nun auch Ramu. Erstaunlich, dass der Herr der Blitze die Lichtkriegerin einfach so gewähren lässt. In der Tat, bemerkenswert. Damals hat sich alles... hat sie sich alle fünf Götter unterworfen, deren Beschwörung die Sterblichen bisher fähig waren. Das ist die Fortentwicklung des suchenden Geistes, so wie ihr es vorhersagtet, mein Paraklet. Paraklet. Bäh. Oder ist es Heidelins Wirken? Sieben Vereinigungen der Welten haben die Unvollkommenen hinter sich. Und nun ist es Zeit, ihre Klingen des Lichts zu ihrem wahren Selbst erwachen zu lassen. Mit jeder Nova rückt die Wiederherstellung der Kräfte des Absoluten näher. Das fehlende Glied ist einzig die Erwachte zum vollen Bewusstsein ihres Wesens zu führen, den letzten Schlüssel zu schmieden. Dann soll dies auch meine heilige Pflicht sein. Kingdom Hearts. Das ist Kingdom Hearts. Ihr seht von den Göttern geliebt und vom Urkristall beseelt. In der Tat, schon seit Anbeginn war dieses Land fruchtbar. Empfänglich für göttliche Saat. Lasst uns der Lichtträgerin das Wissen schenken, meinem neuen Gott den Weg zu befreien. Bereiten. Was einst zerschlagen wurde, soll verschmelzen. Die erste Ordnung wird erneut errichtet. Zu des absoluten Gottes Herrlichkeit. Nein, tut es nicht. Nein. Ich habe nur einfach mit Kaias Namensvetter nachgeholfen. Ich wusste es. Wusste, du hast da was reingeschüttet. Sofort, Daddel. Ich will nur erstmal endlich Story machen. Da nun von Ramu vorerst nicht mehr zu befürchten ist, möchte ich dir noch etwas zeigen. Hast du Kaya-Ralaken reingepackt? Dieses Dankeschreiben, unterzeichnet von den Anführern der drei Stadtstaaten, ist vorhin eingetroffen. Sie zeigen sich erleichtert, dass nach Ifrit, Titan, Garuda und Leviathan nun auch noch die Gefahr von Seiten des Sylphenprimär Ramu gebannt ist. Dieses Schreiben gilt deinen Taten. Es ist alles dein Verdienst. Auch wenn der Brief an den Bund der Morgenröte gerichtet war, wissen die Anführer ebenso wie ich, dass du es warst, die alle bekannten Primae mit eigener Hand bezwungen hat. So oft musste ich dich schon um deine Hilfe bitten. Und du bist der Aufforderung jedes Mal ohne Zögern gefolgt. Ja, das war ein blöder Fehler. Nicht nur im Einsatz gegen die Primae, sondern auch für durchaus unscheinbare Aufgaben, die ich dir vertrauensvoll überlassen konnte. Ich möchte dir dafür meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Du bist eine wahre Heldin und Eosia kann sich dank deiner Anwesenheit wesentlich sicherer fühlen. Ja, und was kriege ich da jetzt für einen festen Händedruck, hä? Ich weiß, wir müssen auf der Hut bleiben. Die Ashians ziehen nach wie vor im Hintergrund die Fäden. Und auch ohne ihren Einfluss ist es wahrscheinlich, dass die wilden Stämme ihre Primae wieder beschwören, sobald sie in Bedrängnis kommen. Das Primae-Problem lässt sich nicht so einfach lösen. Dass du unglaubliche Taten verbracht hast, für die dir die ganze Welt zutiefst dankbar ist, kann aber niemand in Abrede stellen. Du hast die unmittelbare Gefahr beseitigt und nun müssen wir alle gemeinsam die Wurzeln des Übels bekämpfen. Und das sind nicht die Angehörigen der Stämme, denn du hast ja gezeigt, dass wir mit Nuraxia und den Sylphen der Zuflucht gut auskommen können. Das ist ein erster Schritt zur Annäherung an wilde Stämme. Ich habe gehört, dass Elysée bemüht ist, die Begebenheiten kurz vor der siebten Katastrophe zu ergründen. War doch mal mehr. Nein. Da ist nichts kleiner geworden.
Jeder von uns trägt etwas anderes bei, um das Dickicht von Problemen zu lichten, damit wir guter Hoffnung in die Zukunft schreiten können. Und unsere Aufgabe ist eine besonders schwierige. Die Bekämpfung der Ashians, bei denen alle Fäden zusammenlaufen, sie sind die nie versiegende Quelle all unserer Sorgen. Eine Geißel, von der nur der Bund der Morgenröte ihr Seher befreien kann. Eine bewegende Rede, Minfilia. Ich sehe, dass ihr hervorragend ohne mich auskommt. Das ist beruhigend zu wissen. Leute, macht hinne. Alfino, hast du in Ulda denn schon alles geregelt? Deswegen bin ich hier. Im Großen und Ganzen haben sich die Wogen geglättet. Auch wenn es noch ein paar Schwierigkeiten gibt. Aber lass mich gleich von Anfang an berichten, ob bitte nicht. Außerdem will ich mir über die Organisation zur Sicherung des Friedens reden, wenn du etwas Zeit hast. Nein, haben wir nicht. Ach ja, ehe ich es vergesse. Ils Eltern wurden unverletzt gefunden. Ich soll dir ihren Dank überbringen. Ja, Luna, nicht. Das Problem ist nicht, dass du vielleicht keine Zeit hast, sondern dass ab 18 Uhr ja was anderes geplant ist. Deswegen will ich mich so ein bisschen beeilen. Damit wir das jetzt so schaffen. Willst du mit einem einen Spaziergang machen? Du warst ja einige Zeit weg, da tut dir ein Rundgang im Geisterzoll sicher gut. Außerdem fällt mir da ein, dass die Kinder aus Doma etwas von dir wollten. Warum gehst du nicht mal zu Yusan? Yusan? Keine Ahnung. Oh, gut, sind wir durch? Sind wir? Sobald wir angemeldet sind, mache ich die Knie beugen und das mit dem Haustier zeigen. Das kommt dann alles nach und nach. Da sitzt bestimmt schon auf heißen Kohlen. Yep, warte. Okay, da ist die Quest. Yep. Ich bin ready. Warte, gucken, wo die Quest ist. So. Sobald ich hier alles bei dir auf Annehmen drücken kann, kann ich zumindest schon mal das Bild zeigen.